Hallo? Der D-Day ist jetzt 7 Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Ja, die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Starke. Genug davon, okay. Was ist mit Louis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Louis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! Sehen wir, wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ja, ich habe gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Okay, erstes Platoon. Wir rücken ab! Na los, na los! Hey. So, hier sind wir wieder. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen bei frei. Call of Duty World War II. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist einen feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, ha? Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Gut festhalten! Wird eine harte Fahrt! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich! Wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, mal los! Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triegst? Passerinpass. Hab meinen Freund verloren. Ja, brachte ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Er musste so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du es. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Bescheid futtern. Du
Du hast gerade gefuttert. Scheiß auf, Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hä? Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Nur ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart... Die aufregen. Marlene Dietrich. Klingt gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop... Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher! Bleibt diese Stukas! Shermans beschützen. Das ist Flakfeuer, was wir da hören. Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen. Brücke vor! Wenn geht es in die Scheune! Scheiße! Alle runter! Gewehre bereit machen! Ausschalten! Flankiert sie links und rechts! Los, ja, los, los! Heilung. Sind die Penner denn? Ja. Thank you.
Posten vor! Na los, na los! So, bereit für Munition. Achtung, Daniels! Da ist die Flagge! Das waren alle. Gut gemacht, Daniels. Hey, das ist Perez. Hey, Perez. Alles okay? Meine Kumpel Mills hat es in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Parks geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Parks. Ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir. Daniel, Jasmine, Sie kommen mit. Na los. Perez sagte Pack 38er, oder? Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie! Panzerkiller! Hast du das Memo nicht gelesen? Was sollen wir denn gegen Panzerkiller ausrichten? Das habe ich mich auch gefragt. Eine von unseren. P-47. Verdammt! Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Mach dich nicht fertig. Das sind Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sag bloß. Hier rüber! Hier ist ein Aussichtspunkt. Feldstecher raus! Das sind Perez und die Jungs. Die fahren direkt in die Hölle. Wir müssen die Packschützen ausschalten. Alle Mann, Feuer frei! Ich sehe zwei Packs. Nehmen Sie das Packschützen. Eine Granate! Bewegung!
Alles sicher! Achtung! Verbündete Panzer kommen über die Gräben! Sergeant, ich brauche Ihre Position! Eine weitere Panzer hinter den Hecken! Keine Feinde! Hinter den Panzern sammeln! Alle Mann sammeln! Sammeln! Setzen wir diese Rhinos sinnvoll ein! Alle Panzer vorwärts! FG-42! Hinter den Panzern! Eine Granate! Granate! Auf die Munition zielen! Thank you.
Mörder! Sofort! Lieutenant! Still! Offizier anwesend! Okay, zuhören. Charlie-Kompanie wird nahe der Kirche angegriffen. Sie brauchen Munition und Feuerkraft. Schicken Sie einen Trupp los. Sir, wir sind schon ausgedünnt. Es geht noch dünner. Ja, Sir. Scheiße. Wir können die Jeeps nehmen, aber wir brauchen Panzerunterstützung. Das ist der Plan. Perez! Pearson folgt Ihnen mit dem Trupp. Geht nicht. Wir haben Befehle von Collins. Wir gehen mit der 11. nach Westen. Verdammt nochmal. Den Jungs, da läuft die Zeit ab.